ist sicher ein Riesengrund für die Rapidler jetzt zum Feiern. Ja, denn man hat ja lange darauf gewartet und in Hütteldorf hat man auch kontinuierliche Aufbauarbeit über die letzten Jahre betrieben. Nach dem Motto, man braucht eine Mannschaft, um in die Champions League zu kommen. Mit dem 1:0 Auswärtssieg in Moskau ist das auch gelungen. Und dementsprechend wurde dann, nachdem ja bei Rapid Feiern ganz groß in Mode ist in diesem Sommer, dementsprechend wurde dann auch in der Nacht am Flughafen gefeiert. Flughafen 1:30 Uhr, die Gepäckshalle wird spontan gestürmt, Fanparty in Grün-Weiß mit Trainern und Spielern im Mittelpunkt. Nach dem späten Siegestor in Moskau schwanken die Fans noch immer zwischen Erleichterung und Euphorie. Es war wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern, alles einfach. Ja, fantastisch, also man kann es in Worte gar nicht fassen. Schon um 10.30 Uhr führt Trainer Hickersberger seine Mannschaft wieder auf den Platz zum leichten Auslaufen. Verstärkungen für die Champions League wird es nicht geben, trotz eines kalkulierten Gewinns von rund 4 Millionen Euro. Für Rapid denke ich, dass es die Arbeit in der nächsten Zeit erleichtern wird, ganz klar, wann mehr Geld da ist. Und auch für unseren Fußball ist es wichtig, dass der Stellenwert in Europa wieder gehoben wird. Natürlich ist das Geld der Champions League sehr, sehr wertvoll für unseren Club. Wir wollen aber vor allem mittel- und langfristig dieses Geld im Verein einsetzen. Wir haben, glaube ich, alle noch nicht ganz verarbeitet, was da gestern passiert ist. Aber ja, wir sind voller Vorfreude auf die Champions League jetzt. Ja, ich sage einmal, gegen die Bayern war schon mal, Österreich-Deutschland ist ja immer schon was Besonderes. Ne? Und wenn man vielleicht die Bayern ärgern kann, war das schon nicht so übel, auch wenn der Steffen Hoffmann bei uns in der Mannschaft ist. Ja, ich würde schon sehr, sehr gerne gegen Bayern spielen oder auf jeden Fall gegen eine deutsche Mannschaft. Im ersten Top sind natürlich sehr viele gute Mannschaften und da gibt es in der Mannschaft verschiedene Wünsche. Mein Tipp ist Manchester United. Juventus Turin und Sparta Prag. Barcelona. Dann Rangers. Und Ajax. Ich habe keine Wunschgegner, denn ich weiß, wir sind der Wunschgegner von jedem anderen Verein. Weil Wien so schön ist. Nicht weil Wien so schön ist, sondern weil sie heute uns für das Aschenputtel in dieser Königsklasse halten und wenn sich jeder von Rapid Wien 3 Punkte erwartet. Ja, auf jeden Fall kommen alle gern nach Wien, Liverpool, Bayern München, Schalke 04, Real Madrid, Chelsea oder Arsenal. Morgen 16:15 Uhr live die Champions League Gruppenauslosung in ORF 1. Das